Hallo ihr Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen bei mir. Ich freue mich aus ganzem Herzen, dass du jetzt deinen Weg zu mir gefunden hast. Raum und Zeit ist relativ, wir sind verbunden. Also fühl dich gern eingeladen, herzlich willkommen in diesem Feld, falls du ganz neu zu uns, zu mir gestoßen bist. Ich freue mich sehr, schön, 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 dass du heute mit uns durch die Welt der Energien reist, mit mir durch die Welt der Energien. Wer schon etwas länger bei mir ist, der weiß, dass ich oft von den Karten träume oder dass mir oft die Karten in den Sinn kommen. Es ist so eine Art, ja, weil die Karten haben eine bestimmte Bedeutung für mich und wenn irgendwas im Feld ist, sehe ich das oft in Karten. Und gleich zu Beginn heute Morgen erhielt ich direkt diese Karte, die 2 der Münzenkarte aus dem Universal Celtic Tarot, los Karabio Flag. Und mit der Botschaft eigentlich nochmal wirklich hier zu sagen, ja, man sieht hier sitzt eine Frau mit dem Unendlichkeitszeichen, mit dem Zauberknoten und den 2 Münzen. Und mir kam hier wirklich als Botschaft rein, also der Zauberknoten steht hier für diese Verbindung, ja, für diese unendlich, unzertrennliche, ewige Verbindung, ja. Und hier im Weltlichen die Münzen, ja. Und man sieht ja sie, wenn sie das bewegt, ne, dann ist es nicht mehr im Gleichgewicht wie eine Waage, ja. Also es hält sich hier im Gleichgewicht. Und das kam mir hier wirklich ganz stark für diese Verbindung, für diese Seelenverbindung, die gerade im Feld sind, in den Sinn, ja. Also das steht hier symbolisch für eure Verbindung und für die Stabilität hier im Weltlichen. Und die 2 Damen, die hier hinterstehen, stehen für mich wirklich für die geistige Welt, für die Geistführer, Engel, Higher Self, es ist Lichtwesen, es gibt ja unzählige und ihr werdet wissen, was für euch gemeint ist. Ahnen, höre ich auch Ahnen, ja, oder auch Jenseitige. Auf jeden Fall werdet ihr, du und auch dein Gegenüber, werdet hier ganz, ganz stark geführt gerade. Also die sind ganz, ganz stark, ganz nah bei dir, ganz nah in deinem Rücken sozusagen und führen dich hier, leiten dich hier, damit diese Verbindung hier im Gleichgewicht bleibt, ja, und damit sie dann auch, ja, schlussendlich vielleicht beim einen oder anderen eben auch ins Weltliche kommen kann, ja. Aber du bist hier, ja, du bist hier ganz, ganz stark im Weltlichen geführt und dann gegenüber genauso in dieser Verbindung, weil diese 2 Münzen, das zeigt mir das Weltliche an, eben an dem Zauberknoten hängen, ja. Das fand ich eine wunderschöne Botschaft. Also sei dir gewiss, du bist so stark gehalten und geführt wie niemals zuvor, ja. Diese Verbindung ist hier wirklich ganz, ganz stark geführt. So, das ist die Botschaft, die ich gleich am Anfang hier loswerden wollte. Und jetzt mache ich weiter mit dem Forest of Enchantment Tarot von Lunaire Weatherstone. Ihr findet alle Decks, die ich verwende, unterhalb meines Videos in der Videobeschreibung. Nicht wahr? So, dann hätte ich hier mal 3 bis 5 Karten. Was ist denn hier im Feld? Was darf hier noch gesagt werden? Was darf hier fließen? Eine. Drei, vier, noch eine. Gut. Puh, ach du meine Güte. Also, die Unterenergie, die 2 der Kelche, also hier geht's wieder ab, hier geht's wieder ab. Ich sehe nämlich hier auch schon, die 10 der Kelche sind gefallen, der Turm, der Narr, die 0 und die Königin der Kelche. Also es sind dermaßen starke Karten wieder, das ist Wahnsinn. Also, das ist wirklich Wahnsinn, ja. Also die 2 der Kelche, ja, das ist wunderschön, diese Karte liebe ich sehr. Ich liebe alle Karten, die ich verwende. Diese Karte liebe ich besonders, ja. Es geht, die ganze Karte spielt hier im Zauberwald statt. Das ganze Deck ist die Reise durch den Zauberwald. Und hier haben 2 Menschen, sind eigentlich schon auf dem Weg aus diesem Zauberwald.
und laufen zurück, weil sie im Innersten so einen starken Impuls fühlen, zurückzugehen. Sie wissen gar nicht wieso, aber sie wissen, dass sie da irgendwas finden, was für sie bestimmt ist. Und sie laufen zurück. Und in dem Moment, wo sie sich sehen, wissen sie, was dieser ganze Sog zurück bedeutet hat, ja. Nämlich, dass sie einander gefunden haben. Das war dieser ganze Pull, dieser ganze Sog, diese unfassbar starke Magnetismus im Inneren wieder zurückzukehren in den Zauberwald, weil sie sich wiederfinden sollten, ja. Weil sie sich wiederfinden sollten. Boah, ich kriege gerade wirklich Gänseschau im ganzen Körper. Und die Energie, die mitschwingt, ist, oh, die, ja. Also, jedenfalls, ich muss mich kurz sammeln. Ja, es geht hier um die Wiedervereinigung von zwei Menschen in Liebe. Es geht hier um die Wiedervereinigung von zwei Menschen in Liebe. Das haben wir ja schon länger im Feld. Es ist einfach so heftig, die Energien, die hier mitschwingen. Die haben mich jetzt auch mal kurz aus der Bahn geworfen. Also. Oh. Okay. Also. Der Turm, the Foley hier, der Turm ist natürlich und zeigt auch immer einen absoluten Umbruch. Vor dem Turm muss man keine Angst haben. Ich weiß, ich habe es schon oft auch gehört, dass viele Menschen von diesen Turmmomenten Angst haben. Aber hier, es ist sowieso nie nötig, Angst zu haben, weil all diese Momente, diese Turmmomente in unserem Leben sind immer wie so Pfeiler, ja, wie. Ja, ich kann es gar nicht. Ja, dann geschieht etwas Neues. Und hier kommt mir einfach rein, dass hier wirklich ein enormer Umbruch stattfindet. Ja. Was Altes bricht hier zusammen, aber was Neues wird hier kreiert. Ja. Was Altes, was auch schon nicht mehr, was einfach keinen Bestand mehr hatte. Ja. Man sieht hier der Baum, das ist ja ein Baum, vielleicht ein Blitz eingeschlagen, der war auf jeden Fall hier schon morsch. Man sieht ja auch die kaputten Fenster. Etwas, was, sag ich mal, eh nicht mehr zu retten war. Etwas, was wirklich schon spröde, morsch, in deinem Leben eh keinen wirklichen Bestand mehr hatte. Ja. Auch wenn es vielleicht tief in deinem Leben verwurzelt war, vielleicht ein Job, den du ewig schon gemacht hast, ein Umfeld, wo du schon ewig lehnst, eine Partnerschaft, in der du schon lange bist. Es spielt keine Rolle. Eine Freundin, die du seit 30 Jahren kennst, oder die Eltern, oder keine Ahnung. Aber irgendwas kippt hier, bricht jetzt hier endgültig zusammen. Und es ist gut so, soll ich sagen. Es ist absolut gut so. Lass es geschehen. Lass es geschehen. Ja? Das setzt hier etwas frei. Das setzt hier Energien frei, das setzt hier was im Äther frei, das ist unbedingt auch notwendig, ja. Es ist unbedingt notwendig. Ja, was soll ich denn hier noch sagen? The White Hart. Das ist der weiße Hirsch. Und der weiße Hirsch steht hier am Anfang des Zauberwalds. Und wenn der weiße Hirsch auftaucht, der weiße Hirsch verkörpert absolute Reinheit. Also damit will gesagt werden, wer diesen Hirsch sieht, ja, der darf nicht zögern. Man wäre dumm, wenn man diesem Hirsch nicht folgen würde in diesem Wald. Er fordert dich auf zu folgen, ja. Und es ist diese Energie, die ich hier bekomme, dieser krasse Umbruch. Das Alte geht jetzt. Es bricht jetzt ein, es ist nicht mehr für dich. Ja? Es ist das, was ich hier sagen darf, es ist nicht mehr für dich. Ja? Es war für dich, es hat dich eine ganze Weile in deinem Leben begleitet und jetzt ist es zu Ende. Und es ist auch okay. Und etwas Neues wartet hier auf dich. Und du weißt nicht, was dich da erwartet, aber du wärst, dumm will ich jetzt nicht sagen, weil du wärst. Ja, du solltest
du solltest, du darfst, ja, du darfst diesem Ruf folgen. Du darfst diesem Ruf folgen. Und dieser Ruf, schaut mal, wohin das spiegelt. In die Ten of Visions. Die ganz, ganz große Liebe. Ja. Die Zehn der Kelche ist es hier. Und man sieht, ja, man sieht hier so eine Einhornfamilie. Und dann ist es auch noch, also dieser Weg, ja, ist zu Ende. Und dieser Weg, ja, wenn du diesem Weg folgst, wenn du deinem Herzen folgst, ja, ich höre hier wirklich, ich höre hier wirklich, du sollst diesem Herzensweg folgen, denn hier wartet etwas Einzigartiges auf dich, etwas absolut Einzigartiges, eine Quelle des Glücks, eine Quelle der Liebe. Und das sind nicht nur Einhörner, ja, sondern auch noch diese gepunkteten Einhörner, die ganz, ganz, ganz besonders sind. Hier wartet, hier steht auch im Erklärungsbuch dazu, ja, das ist ein Commitment zu Unity. Ein Ja zu einer Vereinigung dieser ganz besonderen, dieser einzigartigen Liebe, ja. Und dass diese, das ist ja hier, ja, mit den zwei der Kelchen und die Geschichte, die ich dazu erklärt habe. Und hier, ich sag's nur nochmal, du, er, ihr, diese Liebe wird so stark geführt, ja, und sie fordern dich jetzt auf, hier zu gehen. Und diese, ja, stellt euch vor, hier geht's in den Wald rein, ja, man sieht's ja auch, hier dahinter ihm geht's in den Wald rein. Und es führt dich zu diesem Platz, ja. Folge deinem Herzen und es führt dich zu diesem Platz. Und lass das Alte einfach jetzt zerbrechen. Ja, es ist nicht mehr für dich. Es ist nicht mehr für dich. Moment, ich muss nochmal, genau. Und die Weaver of Visions ist die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche kann jetzt eine Energie anzeigen oder sie kann natürlich auch dich verkörpern. Die Königin der Kelche ist natürlich die Königin, die völlig im Gefühl ist, ja, die voll und ganz im Gefühl ist. Sie schwingt in ihrem Gefühl, sie folgt ihrem Gefühl. Sie ist ja, man sieht es ja hier auch noch, sie ist eine Meerjungfrau, das heißt, sie ist im absoluten Einklang mit ihrem Gefühl. Und das ganze Grün, das zeigt mir auch nochmal, wie stark das Herzchakra ist, ja, wie auch wie hier übrigens, ja, dem Herzen hier zu folgen. Folge deinem Herzen, heißt diese Karte, heißt, fordert dich auf, folge deinem Herzen, ja. Hier auch nochmal grün und noch mehr grün und noch mehr grün. Natürlich ist es, spielt es im Zauberwald schon klar, aber ihr seht den Unterschied zu dieser Karte, ja. Hoffentlich auf jeden Fall, wenn die, ich weiß nicht, wie das Wasser hier reinfällt. Ich bin nur so im Wasser, die Sonne, Mensch, ja. Also, auch hier, ja, wie ist es denn? Wasser hat ja eine, ja, wenn du unter Wasser bist, ja, und dann bewegt dich ja auch das Wasser. Das bekomme ich jetzt gerade rein. Und ich höre hier wirklich einfach nur, lass dich führen. Lass dich führen. Lass dich führen, ja. Und, also hier, lass dich führen, wenn es jetzt nicht, ja, wenn es jetzt einfach nicht eine Person anzeigt, sondern die Liebe setzt, also lass dich hier von der Liebe führen, lass dich von deinem Herzen führen, eine ganz starke, intensive Energie, ja, lass das Alte zerbrechen, der Umbruch ist nötig, ja, und hier wartet diese einzigartige Liebe auf dich, und mit den Two Divisions habe ich ja schon beschrieben, was für eine Art von Liebe, und diese Karte beschreibt auch nochmal diese Art von Liebe. Ja, und hier ist der Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen zeigt hier eine Person an, die hier auch durch den Zauberwald geht. Und sie sucht hier diese ganz besonderen Edelsteine, ja. Und diese Suche, die geht langsam. Die Suche geht langsam, ja. Was mir auch ansagt, sie laufen ja im Wald zurück, weil sie irgendwas suchen, irgendwas drängt sie. Dieser Magnetismus ist so stark, dass sie zurücklaufen, weil sie wissen, dass da muss es sein, ja. Versteht ihr, was ich meine? Ihr wisst schon, was ich meine.
Und sie auch, und diese ganze Suche geht eben langsam. Der Ritter der Münzen ist langsam, aber sie muss hier behutsam gehen, weil sie erstmal genau gucken muss. Die sind nicht so leicht zu finden und sie möchte auch nichts zertrampeln, ja. Also dieser ganze Prozess geht natürlich auch langsam, ja. Aber es geht hier auch um was ganz, 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 ganz Besonderes. Und sie geht hier mit offenem Herzen, ja. Grün, grün, grün und dann noch der Mantel von grün. Offenen, also Herzchakra, mit offenem Herzen, mit offenen Augen, ja. Sie ist geöffnet für diese besondere Verbindung. Sie ist geöffnet für diese besondere Verbindung. Ja. Und sie sucht es, weil sie irgendwas in ihr sagt, sie weiß, dass es dieses Besondere gibt, diese besondere Verbindung gibt es. Ja. Diese Steine symbolisieren hier diese Verbindung. Und deswegen gehen auch beide zurück in den Zauberwald, weil sie wissen, dass diese besondere Verbindung irgendwas in ihnen sagt. Diese Herzensweisheit, die sie nicht abstellen können, sagt, diese Verbindung existiert und diese, ja, ich kann es ganz schlecht in Worte fassen und ich folge meinem Herzen. Ich folge meinem Herzen. So, ich schaue jetzt nochmal mit dem Universal Celtic Tarot. Ich habe ja hier schon die eine Karte rausgelegt, die habe ich schon beschrieben. Da hätte ich gerne jetzt einfach nochmal zwei, drei Energien dazu. Was darf hier noch gesagt werden? Ich finde es unglaublich schön. Also die Energie ist so tragend, so warm, so sanft, so wirklich herzumschmeichelnd. Es ist auch, ich spüre hier die Energie, die unterstützenden Energien, die sind so, wow, also so kraftvoll und sanft zugleich. Ja, es ist fast unbeschreiblich. Es ist, ja. Also, ich hätte hier gerne noch zwei, drei Karten. Was darf ich hier noch sagen? Ups. Nochmal die 10 der Kelche. Also, dass hier in meinem Kanal immer um Liebe geht, habe ich schon mal erwähnt. Okay. Also. Oh, wir haben noch 5 Karten. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht, ja. Na gut. Also, was dürfen wir hier noch sagen? Wir haben hier die 3 der Schwerter, die 10 der Kelche, die 5 der Schwerter, der Ritter der Münzen und die 9 der Schwerter. Ja. Also ganz kurzer Ausflug. Hier hat jemand Angst, verletzt zu werden. Ja. Oder hier hatte jemand Angst, verletzt zu werden. Ja. Man sieht ja hier, er liegt hier, ja, liegt hier schon länger, weil die Erde hat ihn hier schon übernommen. Er blutet am Herzen. Hier ist jemand schwer, schwer verletzt worden, ja, in der Liebe. Das ist das, was mir hier so reinkommt. Hier ist jemand wirklich sehr schwer verletzt worden. Das kannst aber auch du sein. Das kann hier sich jetzt hier alles im Spiegel zeigen, ja. Also du oder er oder ihr beide oder sie und er, völlig egal. Die Geschlechter spielen mir keine Rolle. Und da ist dieselbe Szene, ihr seht hier den Schnee, die Wurzeln, den Bäume, das Licht ist alles exakt dasselbe, ja. Und man hat hier wirklich Angst oder hatte Angst, hier erneut verletzt zu werden, ja. In dieser Verbindung, ja. Aber das ist witzig, weil hier fährt der Ritter der Münzen und die 10 der Kelche und hier spiegelt der Ritter der Münzen in die 10 der Kelche, ja. Aber ich sag euch was dazu, ja. Aber man gibt hier das auf, ja. Man hat zwar Angst, wieder verletzt zu werden, aber man gibt diesen Kampf auf. Der 5. der Schwerter ist ja immer den Kampf, den man nicht gewinnen kann. Und hier sieht man auch hier sozusagen, das ist, ja, soll jetzt hier einen Feind darstellen, ja. Und er verfolgt hier diesen Feind durch diesen Wald, ja. Aber irgendwann gibt er auf. Er gibt einfach auf, ja. Und das ist die Energie, die hier mitschwingt, dass man hier das aufgibt. Die 5. der Schwerter ist ein Kampf, den man nicht gewinnen kann, ja.
man weiß, man kann diesen Kampf nicht gewinnen. Der Drang, der Sog, zurückzukehren in diese Verbindung oder in die Union zu kommen, ist so stark, ja, dass man hier aufgeben muss. Ja, man muss hier aufgeben. Man hat hier aufgegeben. Und, das ist schön, man lässt sich hier, weil der Drache, der steht immer für Weisheit, für Wissen, für auch eine ganz tiefe Verbindung zum Universum, für Kraft und Mut. Und was ich hier sagen darf, auch wenn es langsam ging, wenn es auch langsam gedauert hat, wenn es auch noch geht, ja, hier hat jemand den Kraft und den Mut, ja. Und hat auch die innere Weisheit, ja, folgt jetzt hier, lässt sich von seiner inneren oder ihrer inneren Weisheit tragen in diese Verbindung. Und es ist ja exakt das, ja, was sich hier spiegelt, ja, was ich hier schon gesagt habe, ja, dass man hier seinem Herzen folgen darf in der Liebe, ja. Und das schien mir eher so für dich zu sein, ja, weil das war ja so eine direkte Auffolgung, hier wirklich sich von der Liebe, wirklich von der Liebe führen zu lassen, dem Herzen zu folgen, diesen Umbruch einfach auszuhalten, ja, fließen zu lassen, zu geschehen zu lassen, weil dich dein Herz, ja, und hier die unterstützenden Kräfte in diese besondere Liebe führen, wenn auch, wenn es aber langsam geht, es ist hier ganz wichtig, dein Herz offen zu halten, es ist ganz was Besonderes, ja. Und hier auch nochmal, und es kommt mir eher als Gegenüberenergie rein, dass hier jemand wahnsinnig Angst davor hat, verletzt zu werden oder ja, erneut verletzt zu werden, höre ich hier auch. Aber jemand lässt sich jetzt von seiner Weisheit tragen in diese Verbindung und hat jetzt auch den Mut und die Kraft, in diese Verbindung zu gehen, ja. Also ich sehe es hier weniger als Aufforderung, nochmal allen Mut und Kraft und alle Weisheit, innere Weisheit, Herzensweisheit, sich dessen zu bedienen und in diese Verbindung zu folgen, obwohl es auch für den einen oder anderen sein könnte. Aber ich sehe hier es eher als, jemand hat hier wirklich die Kraft und den Mut, sich in diese Liebe führen zu lassen, ja? Weil man hier diesen Kampf aufgegeben hat. Man hat den Kampf aufgegeben. Ja. Ich höre auch, man hat Mann, ja, oder sie, dein Gegenüber, hat hier sehr starke seine Grenzen verteidigt. Ja. Das heißt, hier hat jemand vielleicht Angst gehabt vor zu viel Nähe, ja, und ist ganz stark in den Schutzmodus gegangen, weil man es ja, er vertreibt ihn ja hier aus seinem Territorium. Also mir kommt wirklich so rein, hier hat dich jemand vielleicht abgewiesen, abgeblockt, hat wirklich Angst gehabt, dich zu nah ranzulassen, dich wirklich ins Herz zu lassen. Und es hat aber hier jemand aufgegeben, definitiv, ja. Der bleibt hier stehen, er gibt auf, der gibt das auf. Er möchte hier wirklich seiner Herzensweisheit folgen, auch wenn er Angst hat, ja. Und auch wenn er Angst hat, nochmal verletzt zu werden, möchte er in diese Liebe oder sie. Ja, und es ist wunder, 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 wunderschön. Ja, ich glaube, ich nehme noch ein Herz und dann lasse ich es. Liebesbotschaften, Botschaften von Herzen Toni Camine Salerno. Und ich hätte gern eine einzige, maximal zwei Energien. Was darf hier noch gesagt werden? Moment, ich muss einmal gut durchmischen. So, ist gut. Welche Energien liegen hier noch drauf? Was darf hier noch gesagt werden? Eine ist schon gefallen. Okay, dann soll es nur eine sein. Ja, guckt euch das an. Wirf all deine Bedenken über Bord und lass dich in meine Arme sinken. Jo, und ehrlich gesagt bestätigt es die komplette Legung, ja. Vertrau hier dieser Zusammenführung. Lass dich wirklich von deinem Herzen führen, ja. Auch wenn hier alles zusammenbricht oder du gewisse Dinge verlassen musst, lass es geschehen. Dein Herz, die geistige Welt, das Universum führt euch jetzt zusammen. Vertraue darauf, ja. Auch, vielleicht geht es auch für dich, ja. Auch wenn du hier Angst hast. Ja.
Es ist nochmal spezielle Botschaft, ja. Auch wenn du hier Angst hast, ja, nochmal verletzt zu werden, weil jemand hier zu starke Grenzen gezogen hat und dich wirklich, wirklich, es war sehr schmerzhaft, das spüre ich, ja, hier zurückgewiesen hat, ja. Folge noch einmal deinem Herzen, ja. Also keine Botschaft ist auch für dich tatsächlich, ja. Also es gibt so eine Gruppe und so eine Gruppe. Hab hier noch einmal den Mut, hab hier noch einmal den Mut, der Weisheit deines Herzens zu folgen. Und diese Weisheit möchte dich hier in diese Verbindung führen. Und das haben wir hier im doppelten Bestätigung, ja. Ihr Lieben, ich bin absolut, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil die Energie, die hier fließt, ist wirklich enorm stark. Und ja, ich verabschiede mich jetzt einfach mit den Worten, dass ich euch so viel Liebe wie nur möglich wünsche. Öffnet eure Herzen und jeden Tag mehr. Habt den Mut zu lieben und jeden Tag mehr. Und ja, lasst gerne was da. Das ist einfach sehr wertschätzend für meine Arbeit und damit unterstützt ihr hier dieses Feld. Und das wäre mir ein sehr großes Anliegen. In dem Sinne, ihr Lieben, ich melde mich dann, denke ich, als nächstes, fühle ich gerade als nächstes mit der Vollmond, mit der Neumondlegung, meine ich, Vollmond damals hinter uns. Und ich wünsche euch vom Herzen das Allerallerbeste und bis ganz bald.